Guten Nachmittag, heute fährst du den ICE 355 zwischen Hamburg und Lübeck ohne Halt. Dein Fahrzeug ist der Triebzug 305 München, der anlässlich des CSD eine Sonderlackierung trägt. Gute Fahrt! Ja, und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Szenario hier im Trains World 2. Wir befinden uns auf der Hauptstrecke zwischen Hamburg und Lübeck und fahren heute einen ICE in einer ganz besonderen Lackierung, nämlich in der Pride-Lackierung bzw. in dieser Regenbogen-Lackierung. Als Mod-Download in der Videobeschreibung der Link, nämlich sowohl zum Repaint als auch vom Szenario. Das Szenario ist nämlich vom guten Tom Fresco. Das Repaint sehr, sehr neu erschienen. Gucken wir uns gleich noch in aller Ruhe an. Gucken wir uns noch kurz um, was hier sonst noch rumsteht. Wir haben hier einen Doppelstockzug, einen Intercity haben wir hier. Ja, setzen wir uns mal in den Zug rein und rüsten auf, was das Zeug hält. Richtungswender ist aus. Dann schalten wir uns mal kurz die Sicherungssysteme an. Schalten uns die PZB an, die SIFA machen wir uns an, die LZB machen wir uns an. So, wir haben hinten, glaube ich, noch die Lounge-Scheiben. Ja, die sind noch durchlässig. Beziehungsweise da kann man auch durchgucken. Deshalb klicken wir hier einmal da drauf und dann haben wir hier nicht mehr transparente Lounge-Scheiben. Federspeicherbremse ist gelöst. Ah, Lüftung brauchen wir nicht, passt alles. So, dann Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Die PZB springt auch an. Störung, Störung. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Okay, so, dann hat der Zug einmal hier seinen Monolog gehalten. Schalten wir uns noch die AFB an. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch die Signallichter an. Das passt. Lösen wir die Bremse und fahren los. In der Zeit können wir auf jeden Fall schon mal ein Zugziel einstellen. Also wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Und drücken wieder auf PZB wachsam und fahren mal nicht schneller als 40. So. Wo fahren wir denn hin? Berlin, Köln, Dortmund, Hamburg, nee. Berlin Tief, Erfurt passt auch nicht so recht. Okay, wir haben kein passendes Ziel, würde ich behaupten. Ja, nehmen wir mal Berlin-Gesundbrunnen einfach. Wir wechseln hier das Gleis. Schalten noch das Licht an für unsere Fahrgäste, damit die auch was sehen können. Und können uns jetzt auf die Fahrt konzentrieren. Wir werden rund 40 Minuten unterwegs sein, denke ich mal.
an Payware wird für dieses Szenario natürlich die Route benötigt. Für den Zug wird Hauptstrecke München-Augsburg benötigt. Die Main-Spessart-Bahn wird benötigt. Hauptstrecke Rhein-Ruhr sowie die Baureihe 101 und Ruhr-Sieg Nord. Und als Freeware verständlicherweise das Repaint hier. Aha, Donnerpasstöner. Interessant. Bleiben wir mal im Zug, weil ich keine Zwangsbremsung möchte. Ab hier dürfen wir dann 60 fahren. Natürlich erst, wenn so ein kompletter Zug am Signal vorbei ist. So, wir wechseln wieder das Gleis. Und dürfen ab hier dann 100 fahren. Dann stellen wir uns mal die AFP auf 100 ein. Ja, wie gesagt, das Szenario gibt es zum Download. Die Download-Links sowohl zum Szenario als auch zum Repaint sind hier in der Videobeschreibung mit drin. Also mir gefällt es sehr. Hier war jetzt schon ordentlich an KI-Verkehr, schon alleine der im Bahnhof gut was los. Das Repaint finde ich auch persönlich sehr, sehr schön. Das ist was Besonderes. Es ist halt mal nicht der rote Streifen. Für den ICE gibt es ja in Realität einfach nicht so viele verschiedene Lackierungen. Da überholen wir einen Regionalexpress. Bespannt mit einer Baureihe 112. Oh, wir haben halt zu erwarten. Oder? Doch nicht. Doch nicht. Ich dachte kurz, das gilt für uns. Ach ja, hier ist die Schranke, die nicht richtig zugeht. Das Problem ist bekannt. Aber ich glaube, das ist auch die einzige Schranke, bei der es nicht richtig funktioniert. Ich meine, bei allen anderen Schranken klappt das gut. Hier links das Riesenrad, beziehungsweise der Jahrmarkt, an dem wir hier vorbeifahren. Bisschen schnell für ein Riesenrad. Bisschen schnell. Ja, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, den Trains in World gibt es. Oh, Moment. Ah, wir fahren an dem Zug hinterher. Gerade war das Vorsignal noch gelb gewesen. Ich bleibe jetzt mal einfach bei den 100 km/h, statt die 140 auszufahren. Ja, wie gesagt, den Trains in World gibt es aktuell zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint, kostenlos. Nämlich im Epic Games Store. Für den PC selbstverständlich, nicht für die Konsolen. Wo
wo man das TSW-Basisspiel bekommt, also sprich Hauptstrecke München-Augsburg, beziehungsweise Schnellfahrstrecke München-Augsburg. Nee, Hauptstrecke München-Augsburg heißt das. Sandpatch Grade und Bakerloo Line. Plus das entsprechende Rollmaterial, das natürlich mit den jeweiligen Strecken dazukommt. Gibt es kostenlos zum Downloaden. Und das lohnt sich halt für alle Leute, die schon immer Interesse am TSW hatten, vielleicht nicht unbedingt aber dafür das Geld ausgeben wollten und aber auch einen PC haben, der natürlich damit klarkommt, mit den Anforderungen des TSW. Na, ich glaube, wir fahren jetzt mal ein bisschen schneller. So. Also wer einen PC hat, der mit den Anforderungen klarkommt, der kann ja nichts dabei verlieren, sich das einfach mal runterzuladen und es mal anzuspielen. Alle anderen DLCs, die es jetzt gab, also alle Strecken, die danach rausgekommen sind, alle Loks, die danach rausgekommen sind, kosten selbstverständlich noch Geld. Es ist halt, wie gesagt, nur, in Anführungszeichen, nur das Basisspiel, wobei das halt auch nicht wenig ist, ne? Also drei Strecken, jede Menge Rollmaterial. Da ist ja schon ordentlich was dabei, um mal reinzuschnuppern. Was auch bei der Version ganz cool ist, die schon jetzt in dem Epic Games Bild mit drin ist, ist die Tatsache, dass da schon das Update für den TSW, das Core Engine Update für den TSW mit drin ist. Der TSW hat ja, ist ja mittlerweile dann jetzt umgestiegen auf die Unity Engine Version 4.26. Meine Güte, es hakt aber auch gerade hier extremst. So, jetzt sind wir wieder bei 30 FPS. Ah. Oh. Ja, aber das liegt vermutlich an meinem PC. Ja, der TSW ist umgestiegen auf 4.26, auf Unity Engine Version 4.26. Wir fahren jetzt gerade hier noch auf 4.24. Und wie ich es mitbekommen habe von den Leuten, die sich bereits die Epic-Version runtergeladen haben, scheint wohl die Performance extremst verbessert worden zu sein. Also man bekommt tatsächlich eine viel höhere FPS-Zahl dabei raus. Und das ist schon was Feines. Das ist definitiv was Feines. Ich glaube auch insgesamt wurde die Größe des TSW verringert, also sprich die konkrete Anzahl an Gigabyte, die man runterladen muss, wurde um einiges jetzt verringert, beziehungsweise eben optimiert. Und ich denke, das hängt halt damit zusammen. Also die bessere FPS-Anzahl hängt damit zusammen, dass es einfach weniger großen Content gibt, der geladen werden muss. So, wir fahren die 140. Was ja auch mit dem Update mit dabei ist, beziehungsweise dann, sobald die erste Rush-Hour-Strecke draußen ist, ist die Tatsache, dass die Passagiere ihr Verhalten ja jetzt verändert haben, dass die insgesamt etwas smarter unterwegs sind, dass da viel mehr Variabilität mit drin steckt, während uns eine 112 entgegenkommt. Genau, die Passagiere, da steckt jetzt viel mehr Intelligenz dahinter. Viel mehr Variabilität ist damit dabei, also was die Kleidung zum Beispiel angeht. Ich glaube, die Passagiere tragen jetzt auch wettergemäße Kleidung,
Also sollte man, zumindest bei den neuen Strecken, wenn man bei Schnee fährt, keine Menschen mehr sehen, die T-Shirts tragen. So wie ich es verstanden habe, was schon jetzt endlich doch mal eine coole Sache ist. Ich muss sagen, am Ende hat es mich eigentlich gar nicht so sehr gestört, weil ich nicht so sehr den Passagieraspekt als wichtig erachte. Ich finde halt, bei einer Zugsimulation ist eben der Zug und die entsprechende Strecke das A und O. Passagiere sind halt eine nette Dazugabe, aber es ist jetzt nicht das, was mich am allermeisten hier gestört hätte. Aber es ist trotzdem eine nette Sache, dass das mit drin ist. Das will ich gar nicht anzweifeln. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die erste Rush-Hour-Strecke, die herauskommen wird, ist dann die amerikanische Northeast Corridor Boston Providence, glaube ich. Die. Na, erstmal halten wir an. Genau, Boston Providence bzw. NEC. Ich denke mal, dass wir uns die auch angucken werden. Ich persönlich habe noch nie eine amerikanische Strecke gekauft, weil mich die amerikanische Eisenbahn nie so wirklich bisher interessiert hat. Aber ich muss sagen, diese Strecke an und für sich schon irgendwie. Die Screenshots, die ja dazu bisher veröffentlicht worden sind, sehen ja auch schon sehr, sehr hübsch aus. Die beiden Züge, die mitgeliefert werden, sehen sehr, sehr gut aus. Also ich glaube, das werden wir uns mal zusammen angucken. Und da sind halt die Passagiere auf jeden Fall umgestellt. Mit dem Update kommt aber diese Änderung mit den Passagieren nicht nur für die Strecken, die jetzt bei Rush Hour erscheinen, also die amerikanische Strecke Dresden-Riesa und London to Brighton, sondern auch auf Schnellfahrstrecke Köln-Aachen und auf einer weiteren Strecke, die allerdings, glaube ich, nicht deutsch ist. Da wird dann ebenfalls das Passagierverhalten angemessen sein. Also das bedeutet, bei der Arosa-Bahn zum Beispiel wird vorerst immer noch der ein oder andere Passagier selbst im Schneesturm in einem T-Shirt rumlaufen. Das ist dann halt so. Aber das wird irgendwann mit der Zeit dann mit Sicherheit noch nachgepatcht werden. So, da ist das rote Signal. Da ist der 500-Hertz-Magnet. 500er geht auch an.
So, dann haben wir jetzt mal genug Zeit, uns das Repaint ein bisschen anzugucken. Hier unten haben wir übrigens so ein bisschen auch Verwitterung, die ebenfalls hier mit beim Repaint mit dabei ist. Und dann haben wir halt eben diesen Regenbogenstreifen und alles andere ist normal. Was auch hier eine kleine Besonderheit ist, das ist der erste ICE, der dann auch tatsächlich mal hier im Transom World eine Widmung hat, beziehungsweise eine Heimatstadt hat, die damit angeschrieben ist, nämlich München. Das ist auch übrigens der Triebzug Nummer 304. Und wir dürfen 330 km/h mit diesem Zug eigentlich fahren. Hier vorne haben wir dann die zweite Klasse Wagen. Unser Bordrestaurant. Oh, hier sitzen sogar Leute. Leider ohne Essen. Das wäre auch was Cooles, wenn das irgendwann mal kommen würde. Wenn die Passagiere tatsächlich auch beispielsweise in den Restaurants was zu essen hätten. Beziehungsweise die Bordrestaurants überhaupt wirklich in diesem Sinne offen wären. Laufen wir mal durch den Zug durch. Lassen wir mal die Tür auf, hier sitzt eh keiner. Also hier haben wir die erste Klasse. Also das ist ja mal ein echt schlechter Fensterplatz, oder? Was steht da? Die Uhrzeit, ICE, ja. Diese Holzverkleidung im ICE finde ich ja echt schön. Also, das ist schon wirklich, wirklich hübsch. Finden Sie das auch? Gucken wir mal, was das Signal sagt. Ne? Dankeschön. Ups. Haben wir uns ausgesperrt. Hä? Immer noch rot. Schauen wir mal auf die Karte, wem oder was wir hinterherfahren. Ah ja, einem Güterzug. Der steht auch hier vor einem roten Signal. Okay, und wem fährst du hinterher? Hier ist rot. Aha, einem Regionalzug. Dann müssen wir warten, bis der hier vermutlich abgefahren ist und der Güterzug dann losgefahren ist. Und dann können wir erst. Ich würde sagen, wir sneaken mal. Na? Moment. Wir sneaken mal nach vorne und gucken uns mal den Güterzug an. Fliegen hier mal ein bisschen schneller durch die Gegend. Machen wir mal einen kleinen Drohnenflug hier über die Strecke. Ah, ich kann ihn schon sehen. Das sieht aus wie ein Autotransporter. Jo, das ist auch einer. Nach 182. Hallo, hallo. Du schöne Lok. Der 182 526-0 von MRCE Dispo. Hat hier einen schönen langen Autotransportzug hinten dran. Warten wir mal hier einfach, bis sein Signal grün wird. Wir setzen uns mal in den Schatten und beobachten einfach mal.
Was sind das für Autos? Also Mercedes sind das, glaube ich, nicht, oder? Wobei von den Scheinwerfern her sieht das für mich aus wie ein Mercedes. Aber die Form passt irgendwie nicht so richtig. Von der Form her ist das mehr so ein Lexus. Ich weiß es nicht. Was glaubt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das für ein Automodell sein könnte. Der Aufenthalt auf den Ladeebenen während der Fahrt ist verboten. Ja, will ich auch hoffen, weil der Abstand zur Oberleitung hier ist nicht gerade signifikant groß. Mensch, 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 das dauert aber lange. Jawohl, dann springen wir mal zurück in unsere eigene Lok. Denn mittlerweile dürfen wir auch fahren. So. Wird nie gesperrt. Dürfen erstmal nur mit 25 weiterfahren, weil der 500er an ist. Jawohl, 500 das aus. Zug der Einflüsse. Wir behalten mal besser die Signale im Blick. Sicher. Weil, ja. Vermutlich wir auf ein rotes Signal zu fahren werden. Ich würde sagen, fahren wir jetzt erstmal mit 80 für eine Zeit lang weiter. Ankündigung auf 90. Und wir haben halt zu erwarten. Na, oder? Komm schon, schalte um. Schalte um. Ah, schade. Haben wir da?
Einen Regionalexpress. Ah, ich glaube, unser Signal ist immer noch rot. Was halt nicht ganz korrekt ist, ist, dass hier BR406 steht. Das ist nämlich eine 403, in der wir fahren. Steht das hier nicht irgendwo auch? Nee. Bagter Heide. Interessanter Bahnübergang hier direkt am Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig. Sifa. Sifa. Von Rasant fahren wir nicht schneller als 20 km/h. So, dann befreien wir uns. Ja, wobei wir eh halt zu erwarten. Ich würde sagen, wir fahren dann mal nicht allzu schnell 80. Bleiben wir bei den 80. Das Signal vor uns ist wohl umgesprungen auf Fahrrad. Ja, was sagt ihr zu diesem Repaint? Was sagt ihr so zum Szenario? Also mir gefällt es, wir hatten auf jeden Fall ein bisschen PZB-Action. Das finde ich immer ganz cool, weil ansonsten sind die meisten Szenarien, vor allem die mit dem ECE, ja solche, wo man straight von A nach B durchfährt und auf eine Welle grüner Signale trifft, was meist auch relativ realistisch ist, würde ich behaupten. Aber dass da so ein bisschen so, ja, Gameplay dabei verloren geht, wenn man sonst eben nicht viel zu tun hat, am besten noch in der LZB fährt und man eigentlich nur noch auf den SIFA-Knopf drücken muss, dann fehlt da einem manchmal auch so ein bisschen die Abwechslung im Fernverkehr. Und da finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man dann halt eben auch mal so einen Halt mit einbaut. Und halt, weil man einem Güterzug dann auf einmal hinterherfährt, der wiederum selbst einem Regionalzug hinterherfährt. Also sowas finde ich immer doch ganz angenehm. So, wir haben noch 27 Kilometer bis Lübeck. Ich hoffe mal, dass wir jetzt freie Fahrt haben. Wobei
ich nicht gesehen habe, dass wir den Güterzug irgendwo überholt haben. Also muss der ja immer noch vor uns hertuckern. Heißt also, wir werden schon bald vermutlich wieder auf ein haltzeigendes Signal treffen. Was ich hier ganz cool finde an dem Bahnhof hier in Kupfermühle ist einfach, dass hier so, dass hier zum Beispiel diese Tafel hier so ein bisschen zur Seite gekippt ist und wir so einen vollkommen zugewucherten Bahnsteig haben. Ich habe mir auch mal Fotos von Kupfermühle angeguckt und ja, ist ganz gut getroffen, würde ich behaupten. Gibt es jemanden von euch, der aus der Gegend hier kommt, aus Norddeutschland, und sagen kann, wie realistisch ansonsten die Bahnhöfe aussehen? Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass zumindest was die Hauptbahnhöfe angeht, Hamburg und Lübeck, dass die wirklich sehr, sehr gut getroffen sind. Ich war zwar noch nie in Lübeck, dafür aber schon ein paar Mal im Hamburger Hauptbahnhof und ja, vom 3D-Modell her wirklich, wirklich toll getroffen. Klar, atmosphärisch fehlt da etwas, weil eigentlich ist ja der Hamburg Hauptbahnhof ständig voller Züge. Zumindest wenn man jetzt nicht gerade um 3 Uhr morgens dort unterwegs ist. Und das fehlt halt natürlich so ein bisschen im TSW und was auch so ein bisschen fehlt, ist einfach die Tatsache, dass man ja eigentlich extremst viele Stimmen und super viele Geräusche überall hört, ständig kommen Bahnansagen. All diese, ich nenne es jetzt mal ambiente Sounds, fehlen da etwas, wenn man im Bahnhof drin ist. Aber der TSW hat im Laufe der Zeit schon viele, viele Entwicklungen durchlebt, wirklich sich auf verschiedenste Arten verbessert. Und hat sich, der TSW hat sich einfach sehr stark schon weiterentwickelt seit dem Release. Und der Release ist nicht allzu lange her von dem ursprünglichen Spiel. Das muss man auch mal sagen. Und in der Zeit ist halt schon so viel unterschiedlicher Content entstanden, so viele Verbesserungen. Das sieht aus wie eine 101. Nee, gar nicht. Quatsch. Eine 112. Aus der Ferne dachte ich kurz, dass das eine 101 ist. So, also der TSW hat halt so viele Entwicklungen durchgemacht, hat sich so stark verbessert im Laufe der letzten Jahre. Da kommt, glaube ich, noch viel. Also ich glaube, da steckt extremst viel Potenzial drin in diesem Spiel, das einfach bisher noch nicht wirklich rausgeholt worden ist, weil häufig bei der Entwicklung ja auch so ein gewisser Zeitdruck herrscht. Aber man sieht ja auch zum Beispiel, wenn man sich wirklich viel Zeit lässt beim Entwickeln, also wenn man sich viel Zeit lässt beim Entwickeln, wie zum Beispiel Skyhook Games es getan hat, mit deren amerikanischer Güterzugstrecke Cane Creek, dann sieht man einfach mal, was da so drin ist im Spiel, wie so eine Welt dann auf einmal aussehen kann. Und wer schon mal Fotos und Videos von der Strecke gesehen hat, aus dem TSW, der kann davon nur absolut fasziniert sein, was Skyhook da auf die Beine gestellt hat, zumindest was die Szenerie angeht. Vom Betrieb her ist es keine Strecke, die mich auch nur ansatzweise interessiert. Es ist eben eine lange, ja, wobei eher eine kurze, eingleisige, nicht elektrifizierte amerikanische Güterzugstrecke. Durch nichts führt sie hindurch gefühlt. So,
sondern eben durch diese canyonartigen Schluchten. Das ist super beeindruckend, wenn man es sich anguckt. Ich finde, wie gesagt, die Strecke ist wunderschön, aber halt eben nichts für mich, einfach weil es mich so vom Bahnbetrieb her nicht wirklich interessiert. Aber das ist ja auch irgendwie das Tolle an diesem Eisenbahn-Hobby, ne? Also die Eisenbahnwelt bietet ja so extremst viel, wofür man sich interessieren kann und wofür eben nicht. Es gibt die Leute, die sich zum Beispiel insgesamt für Hochgeschwindigkeitszüge interessieren, Hochgeschwindigkeitszüge aller Art. Dann gibt es Leute, die sich nur für Hochgeschwindigkeitszüge in einem bestimmten Land interessieren. Dann gibt es Leute, die gar nichts mit Hochgeschwindigkeitszügen anfangen können, sondern nur auf Regionalzüge stehen. Leute, die auf Diesel-Regionalzüge total abfahren. Leute, die total fasziniert sind von dieselhydraulischen, von wasserstoffbetriebenen Zügen. Menschen, die sich nur für Dampfloks interessieren, Menschen, die sich nur für Personenwagen interessieren und so weiter und so fort. Man kann das ja in alle möglichen Bereiche ausdifferenzieren. Da gibt es Menschen, die sich vielleicht auch nur für Straßenbahnen interessieren, für ganz bestimmte Straßenbahnen in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Bauart oder U-Bahnen und so weiter und so fort. Und das ist eben das Faszinierende daran, dass Eisenbahnen ja einem extremst viele super unterschiedliche Dinge bietet, die man interessant finden kann, aber halt eben nicht muss. Ich denke, nur die allerwenigsten sind die, die behaupten könnten, ich finde alles an der Eisenbahn besonders faszinierend, sondern jeder hat da oder fast jeder wird da so seine eigenen ganz bestimmten Vorlieben haben. Ich persönlich zum Beispiel interessiere mich hauptsächlich für deutschen Content. Ja, gut, mitteleuropäischen Content. Österreich würde mich zum Beispiel halt eben auch sehr interessieren. Die Niederlande würden mich sehr interessieren. Die Schweiz. Frankreich. So, das ist so der Bereich, der mich sehr interessiert. England zum Beispiel auch wiederum nicht mehr. Und amerikanische Züge eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, das ist halt einfach extremst unterschiedlich und das ist bei jedem anders. Und jeder hat genauso recht wie jeder andere auch. Ne? Es ist nicht so, als sei das eine Interesse in irgendeiner Form besser oder begründeter oder sinnvoller als das andere Interesse, sondern jeder kann ja wirklich genau das faszinierend finden, was er oder sie faszinierend findet. Und das ist eben einfach das Schöne an dieser ganzen Eisenbahngeschichte hier. Ja, Geschichte auch ein Punkt. Es gibt vielleicht Leute, die sich nur für historische Sachen interessieren. Es gibt Leute, die sich nur für Bahnhöfe vermutlich interessieren. Leute, die einfach nur von Signaltechnik fasziniert sind. Also man kann das unendlich weit ausdifferenzieren. Es findet einfach kein Ende. So, wir haben noch 12 Kilometerchen, dann sind wir in Lübeck.
Ja, ich bin hier so im Durchschnitt auf 30 FPS. Das ist in Ordnung für meinen PC, würde ich behaupten. Ich habe jetzt nicht gerade unbedingt einen NASA-Rechner. Auch nicht den allerschlechtesten PC. Ich könnte auch theoretisch selbstverständlich mit der Auflösung runtergehen, aber das möchte ich ehrlicherweise nicht. Dann nehme ich gerne in Kauf, dass wir vielleicht nur so bei den 30 FPS sind, dafür eben bei der besseren Auflösung. Das ist mir ehrlicherweise etwas wichtiger. Und wie gesagt, mit dem Core Engine Update, also mit Unity Engine 4.26, soll ja auch die Performance extrem verbessert werden, so wie ich es gehört habe. Scheint das wohl bei einigen wirklich der Fall zu sein, dass man bei den gleichen Einstellungen jetzt deutlich mehr FPS rausbekommt. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann ist ja super. Ja, auch das ist so einer dieser Entwicklungen, die ich vorhin angesprochen habe, dass sich der TSV so stark entwickelt hat. Die Performance hat sich ja schon verbessert mit dem Sprung von TSV 2020 auf TSV 2. Und jetzt mit Rush Hour verbessert sich wieder die Performance und diesmal anscheinend wirklich sehr, sehr stark. Fünf Kilometer. Nimm mal die Leistung raus. Eine Geschwindigkeitsherabsetzung auf 90. So, PZP-Prüfgeschwindigkeit unterschritten. Da haben wir dann die Ankündigung auf 60. Wird natürlich auch wieder bestätigt mit PZB wachsam. Haben wir die 60 erreicht. Und haben noch ungefähr 3,5 Kilometer, bis wir dann in Lübeck angekommen sind, wo dieser ICE auch heute endet, auch wenn wir vorhin eingestellt haben, dass er nach Berlin-Gesundbrunn fährt. Das musste nicht bestätigt werden. Gut. Na, wir sind etwas zu schnell. Was haben wir da rumstehen? 185 und noch eine 185, glaube ich.
Ja, sogar eine Doppeltraktion. Wahnsinn, also dieser Autotransporter mit der Doppeltraktion ist extremst lang, oder ist das ein weiterer Zug? Oh, okay, nee, das ist tatsächlich noch ein weiterer Zug. Ich dachte schon, das wäre ja schon wirklich übertrieben. Zumindest für deutsche Verhältnisse. Das musste nicht bestätigt werden, aber das. Wir drücken auf PZB wachsam und fahren in den Großbereich ins Gleisvorfeld des Lübeck Hauptbahnhofs ein. Wechseln hier das Gleis. Und dort wartet auch schon an noch eine 112 auf uns, glaube ich. Interessant vor allem, dass wir ein rotes Signal vor uns haben, ohne dass wir das Signal technisch irgendwie quittieren mussten. Dann geht halt natürlich auch wieder der 500er an, ohne dass man in irgendeiner Form darauf vorbereitet war. Das ist schon etwas. Ja, unfair. Wir halten mal da, wo die mittlere Haltetafel steht. Obwohl unsere Zuglänge nur 200 ist, aber so. Machen wir die Türen auf der linken Seite auf. Was wir auch mal machen können, ist öffnen wir mal die Bugklappe. Ja. Hat auch irgendwie was, oder? Finde ich irgendwie ganz cool. Machen wir nochmal so ein Foto. Ich glaube, das gefällt mir. So, also wir haben hier noch eine 112, die hier rumsteht. Sonst noch irgendwas? Nee. Aber das sieht auch schön aus, ne? Also hier dieser Aufbau mit diesen Torbögen. Hier so durchzufahren mit dem Zug. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Mit diesem Bild verabschieden wir uns auch. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht das gut. Tschüss.